Bei mir ist Frank Laudenbach, Trainer von Westfalia Kinderhaus 2. Ihr habt gerade 5:11 gegen Landesligisten SC Münster 08 verloren und seid damit ausgeschieden aus dem Turnier. Dabei sein ist alles. War das alles, was für euch drin war heute? Nee, also ich würde sagen, die ersten beiden Spiele haben wir jeweils einen Punkt verschenkt. Und jetzt, so deutlich hätte es nicht sein müssen. Borussia hat gewonnen gegen 08, also die sind schlagbar. Auch ein Landesligist. Schade. Aber trotzdem schön, dass ihr dabei gewesen seid, vor allem als Gastgeber. Das ist ja auch ganz wichtig, oder? Die Jungs wollen immer gerne, ja. Ja. Hattet ihr euch ein bisschen mehr ausgemalt? Was war so eure Herangehensweise heute? Ja, man weiß nie, was geht. Man guckt, wie das erste Spiel läuft. Und ja. Das ist gar nicht schlecht. Von daher haben wir uns natürlich hinterher was ausgerechnet. Wir haben gedacht, wir haben eine Chance. Wenn wir das Spiel jetzt gewonnen hätten, wären wir weiter gewesen. Ja. So ist jetzt 08 weiter. Das hat jeder erwartet. Also von daher. Und wann hat man schon mal die Chance? Gucken wir mal da oben, vor so einem Publikum Handball zu spielen in der Handball-Kreisliga. Alles klar. Schönes Wochenende noch. Ciao.